So, einen wunderschönen guten Morgen. Die erste Woche im Mai ist beendet und ich befinde mich hier erneut am Gelände und werde das jetzt einmal alles hier so zeigen. Ich befinde mich hier an dem Weg, dem kurzen Weg, der auf die Treppe zuführt, im Hintergrund die Emil-Weidt-Straße an der Ecke zum Fahrrad- und Fußgängerweg. Nach links einmal hier bereits die Fahrradständer und wie ihr seht, auch bereits sind die Bäume gepflanzt. Die Baumscheiben sind eingefasst in begießbare Betonumrandungen und geben wir uns hier mal hin. Ihr seht also hier den Höhenunterschied im Endeffekt. Ich gehe mal da ran. Die schwarzen Beleuchtungsführungen hier stehen aus dem Boden heraus. Es ist hier mittlerweile alles so weit fortgeschritten, dass hier im Endeffekt die Oberfläche jetzt bearbeitet werden kann. Nach links zur Böschung im unteren Bereich, das ist aufgefüllt mit Torf und Rindenmulch. Dort habt ihr bereits kleine Bodendeckerpflanzen und oben halt wird Gras eingesät. Das scheint auch schon der Fall zu sein. Da werde ich mal gleich mal ein wenig näher hingehen. Auch Müllbehälter sind aufgestellt. Nach rechts hier auch Mutterboden aufgebracht und im Hintergrund dann schon sichtbar die kleinen Haldenbereiche. So, noch einmal obligatorisch von unten nach oben. Der Catering-Bereich vorbereitet. Die Bäume dort auch. Hinten der kleine Haldenbereich, hier vorne auch. Und ich denke mal, hier haben wir die Vorbereitung für den Catering-Bereich. Da gibt es jetzt erstmal keine Informationen meinerseits. Das wird der Knepper selbst bekannt geben, wie der Stand der Dinge momentan ist oder demnächst ganz einfach bekannt geben, dass das hier losgehen kann. Scheint ja irgendwie jetzt wieder hier ein Lockerungswahn ausgebrochen zu sein, was Außengastronomie betrifft. Wir schauen mal, das dauert ja hier eh noch, denke ich, bis Ende Mai. So, gucken wir da hinten nochmal auf die Bühne und die Flächen dort vor der Bühne. Da werden wir gleich mal hingehen. So, jetzt befinde ich mich hier am Hauptweg, hinter mir die Emil-Weidt-Straße und diese Parkboxen. Stehen noch zwei Pfandflaschen und weiterer Müll, ich werde da nicht mehr drauf hingehen. So, noch einmal der Zoom oben auf das Schild und da stelle ich fest, dass zwischen dem ersten und dem zweiten L da irgendwie auch zwei Wölbungen sind. Wir müssen halt mal gucken, wie lange dieses Fake-Schild da oben hält. Das Original haben wir ja noch. So, gehen wir runter und gehen hier nun auf diesen Weg bis unten zur Bordsteinkante, die jetzt gelegt ist. Der Bordstein ist hier ca. 1,50 mittlerweile wieder breit. Zur Rechten steht der Bagger auf dem haldenähnlichen Gebilde, was sich dort anschließen wird. Auch zur Linken in der Kurve seht ihr dort ein kleines haldenähnliches Gebilde, was natürlich noch ein wenig inklusive der Bäume, ich glaube nicht, dass die da bis oben unter die Krone demnächst eingegraben werden, aber man weiß ja nicht. So, noch einmal rauf und runter.
Ecke zum Wilden Hain der Druckerei, der den Parkplatz eingrenzt und eigentlich auch ein wenig beschnitten oder was weiß ich, entfernt werden müsste, keine Ahnung. Seht ihr hier das, die von hinten laufende Einfassung, die weiße, dort wo der Bagger steht, von der Bühne kommt, von der Böschung der Bühne kommend, nach hierhin weiter ausgerichtet wurde mit der grünen Schnur und dass hier die Halde flach abfallen wird, das ist alles schon modelliert. So, auch von dieser Seite noch einmal rauf und runter. In dieser Ecke seht ihr Wildwuchs ohne Ende und wir haben auch vor, da nochmal die Leute anzusprechen. Im Endeffekt kann man von hier fast gar nichts mehr sehen im Hinblick auf das Gelände und wenn man nun halt da reinfährt, sieht man nichts. Ich stand dort vorhin an diesem Bauzaun und hier haben wir natürlich nochmal verschiedene Dinge, die dann hier links rausführen. Ich will das jetzt nicht hier aufnehmen, weil da viele Autos mit Nummernschildern stehen. Und der Bereich ist natürlich auch unter aller Kanone. So, dann wollen wir mal auf den Parkplatz der Druckerei gehen. Hier auf dem Parkplatz der Druckerei. Schauen wir das mal hier so alles an. Also, gut gepflegt ist wirklich anders. Gehen wir hier entlang, zoomen da mal ran und da im Hintergrund ist das Gelände, was sich natürlich gut sichtbar zeigen würde, wenn einige Bäumchen noch stehen bleiben könnten, aber gut beschnitten wären und dem Wildwuchs hier mal Einhalt geboten wäre. Naja, Konjunktiv. Gehen wir mal hier weiter. Schauen wir nochmal einen Blick auf die ehemalige Maschinenhalle von Schacht 6, der sich hier ungefähr befand, wo ich stehe, ein bisschen hinter mir. Die Koordinaten, Schachtkoordinaten sind leider nicht mehr auffindbar oder aber im Dickicht verdeckt. So, jetzt gehen wir hier mal auf den zweiten Parkplatz, der hier angelegt wurde und begeben uns dann weiter hier rüber. Das Stillleben vom letzten Mal ist natürlich noch bärenstark vorhanden. Hier kommen Leute hin, die schmeißen das wirklich hier alles weg. Da diesen verstellbaren Couchtisch und irgendwelche Schrankelemente vom Feinsten. Und ich denke mal, auf diesem Stück bis dann dort zur Böschung ist alles gut einsehbar. Schauen wir mal. Heute ist auch hier ein bisschen trockener. Die Planken sind begehbar. Einmal der Bereich der Emil-Weidt-Straße im Hintergrund, hinter den Bauzäunen. Das ist der Bereich der mit der kleinen Halde links und rechts des Hauptweges, der auf den Aufstieg zuführen wird, führt. Und die Bäume stehen schon, können anwachsen und die Flächen sind gut begradigt, sodass dort noch die Oberflächenstruktur erarbeitet werden muss. Ich mich hier auf dem Brachgelände zwischen Parkplatz und Schachtgelände, saniertem Schachtgelände, an den Diagonalstützen mit Blick auf die Bühne und auch auf
die Böschung. Wie ihr seht, ist oben in die Bühne bereits Füllmaterial eingebracht, sodass dort auch aufgepflastert werden kann. So, wie bereits gesagt, dort hinten spitz zulaufend der untere Bereich mit Rindmulch und kleinen Pflanzen, Bodendeckern aufgeforstet, von links spitz nach hinten auf die Treppe zu, ein wenig breiter, dann darüber wieder eine Kante und die Böschung nach oben zum Fahrradweg, der dort hinten dann auch die Möglichkeit bietet, wenn man mit dem Fahrrad hier hinkommt, das an diesen Fahrradständern abzuschließen. So, was ich nicht gut finde, ist einfach, dass da unten in der Schacht, in das Fördergerüst da irgendwelche Schotter und Müll da reingesetzt werden. Ich hoffe, das wird auch wieder sauber gemacht, denn das gehört auch zu einer einwandfreien Übergabe. So. Hier geht's die Bühne nochmal und ich denke mal, wer da keinen Bock drauf hat zu spielen, den kann man nicht mehr helfen. Es wird wunderschön hier und ich kann mir das alles vorstellen. Rechts auf der Böschung, auf der Wiese sitzen Leute, da hinten sitzen Leute auf der Treppe und so weiter und so fort. Hier wird es so viele Möglichkeiten geben, auch dort im Catering-Bereich, dort ein wenig vom Weiteren dann zuzuhören oder hier auch direkt vor der Bühne zu stehen. Kein Thema. Wir hoffen auf ganz viele Leute, wir haben die schon mit denen gesprochen, die das auch nutzen werden hier, ihr könnt auf der Bühne zu zeigen und wir sind da frohen Mutes, dass dann auch mit Pro Marketing zusammen ein Programm erstellt werden kann, das sich sehen kann, lassen kann und ein Veranstaltungskalender dann auch herausgegeben wird, der dann am Saarlandbrunnen auch auf dieser Tafel, die dort steht, angekündigt wird. So, hinter mir die Lürenstraße und hier halt der Fahrrad- und Fußweg, der direkt von der Lürenstraße von den Bushaltestellen des 365er, der Bushaltestelle des 365ers und der wesentlich wichtigeren Haltestelle der Straßenbahn 302 in Richtung Gelände führt. In 2-3 Minuten ist man halt vor Ort. Ich gehe mal nochmal die andere Richtung hier. Dort, wo der Knick ist, also da hinten, wo die höheren Bäume stehen, dort befindet sich die Straßenbahnhaltestelle Lohrheidestraße. Auch noch sehr schön hier der Flieder. Ein weißer Flieder und lilafarbener Flieder. So, gehen wir uns mal wieder in die Richtung. Hier auch immer sehr pittoresk die Birke im Versorgungsrohr. Das ist ja totgelegt, abgeschnitten. Und wir begeben uns jetzt hier wieder mal in Richtung Fördergerüst, um das dann dort noch einmal von dieser Seite zu sehen. Und habt ihr also den Blick sozusagen von der Seite, von der Bühne aufs Fördergerüst, die Diagonalstützen und den Aufgang. So. Schauen wir uns das Ganze mal von der Böschung aus an. Ihr seht also, dass hier oben noch eine Fläche entsteht zum Fahrradweg. Ungefähr 3 Meter breit. Hinter mir der Fahrradweg, eingefasst momentan frühlingshaft durch weißen und lilafarbenen Flieder. Ihr seht dort unten die strukturgebenden Elemente und dort dann auch halt den Schacht mit dem Käfig, über den wird ja vorne, auf der anderen Seite ist die Tür, der Aufstieg geregelt werden, um dann hier auch bei voller Inbetriebnahme außerhalb
von Corona oder unter Corona-Bedingungen, die eingehalten werden müssen, die Öffentlichkeit auf dem Gelände herzustellen. Denn wie bereits gesagt, wir befürchten hier bei zunehmender Aggressivität und zunehmendem Vandalismus, speziell in der Gruppe der Jugendlichen und jungen Männer, hier einiges an Vandalismus, könnte die Bäume betreffen, könnte Schmierereien betreffen, könnte hier alles betreffen, die Pflanzen etc. etc., die Lampen, die hier noch hinkommen. Gehen wir ein bisschen nun näher ran. Dort hinten dann, wo die Rüttelwalze steht, die erste Halde, dazwischen der breite Weg mit dem grünen Rohr, was aus dem Boden ragt. Die schwarzen Rohre, die rechts und links rausragen, sind für die Laternen vorgesehen. 5 Laternen auf der linken Seite, auf der rechten Seite dann weniger, weil dort halt die Treppe auch noch ausgeleuchtet werden soll, nämlich mit den Laternen, die vom zweiten Weg dort oben auf die Treppe zuführen. Ja, das Ganze wird natürlich dann auch von dort hinten, wird eben halt oben noch das Schild beleuchtet werden, um dann hier im Dunkeln einen kolossalen Eindruck zu haben, illuminiert und ganz toll. Also ich bin immer mehr begeistert von dem, was sich hier abspielt. Und auch nochmals herzlichen Dank an die Firma Knappmann. Also gestern war ja in der Gruppe, war ja aus dem Blog der Firma Knappmann, war ja die Entwicklung des Garten- und Landschaftsbaus von Mainzeiten in den späten 70ern und den frühen 80ern bei der Firma Kevelo in Ückendorf. Da hatte jeder nur nach dem Motto zu leben, Kevelo und Söhne, große Schütten, kleine Löhne, so Sand- und Schotterhaufen, die dort hinten mit Baggern jetzt gefahren werden an die richtigen GPS-vermessenen Stellen. Tja, die haben wir seinerzeit mit 3 Mann an einem Tag dann da weggebannt und auch Sand für Sandkästen. Ich erinnere mich da so an so kolossale Aktionen, wo der Sand nicht an den Sandkasten gekippt werden kann, weil der Hanomag-Kipper da und der Magirus in der Wiese eingesunken wären mit dem Tonnengewicht. Also vorne abholen an der Straße mit Planken über die Wiesen und in großen Siedlungen waren das schon einige Wege, aber haben wir ja auch überlebt und fertig. Heutzutage viel besser und ich kann das nur noch mal den Leuten ans Herz legen. Die Firma sucht auch ständig in allen Bereichen Auszubildende. Wenn jemand da Lust und Laune darauf hat, an der frischen Luft oder vielleicht auch bei Knappmann im Büro anzufangen mit der Ausbildung, Leute, ganz lohnenswerte Sache und vor allen Dingen krisensicher und zukunftsträchtig. Hier der Treppenbereich und da seht ihr also, dass von der Emil-Weidt-Straße hinten kommend das Gelände dann auch in Richtung Schachtdeckel und Aufstieg abfällt. Deshalb ist da außenrum eine Drainage gelegt worden. Die Treppe befindet sich höher und auch die strukturgebenden Elemente, die aufgepflastert werden, sind dort schräg nach unten abfallend eingebaut worden. So, noch ein letzter Blick hier auf die Fahrradständer, den kurzen Weg zur Treppe. Am kurzen Weg seht ihr auch die schwarzen Röhren, die aus dem Boden kommen und vor dem Container bereits in Blau eingehüllt. Ein Mülleimer, Hightech alles hier natürlich und dort hinten noch verschiedene Schotter, Granulat und Sand als Untergrund hier für die Pflasterung. Wunderschön. Kommen wir zum Ende. Ich sitze hier jetzt auf einem der großen
Findlinge, auf der anderen Seite der Emil-Weidt-Straße, die hier den Fahrrad- und Fußgängerweg von der Löhrenstraße zur Jahnstraße kreuzt. All die Wege hier sind ja eigentlich angelegt auf den alten Schienentrassen, auf denen halt die Kohle in Richtung Gleisdreieck hinterm Lohheide-Stadion hinter der alten Tribüne gebracht wurden, um dann weiter verteilt zu werden über die Eisenbahnstrecke in Richtung Essen und auf der anderen Seite in Richtung Wanne-Eickel und dann halt Bochum weiter, immer weiter. Und ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Wir melden uns wieder und deshalb ein wunderschönes Motiv zum Schluss nochmal und ein herzliches Glück auf vom Hans-Göster-Schacht 4 der Großzeche Holland aus Vattenscheid.